also we read in Psalm 95, verse 6 and 7. Lesen auch in Psalm 95, Vers 6 und Vers 7. Yeah, I want you to see what we also read there. Ich möchte euch sehen lassen, was wir dort auch lesen. We read about come, oh come, let us worship and bow down, let us kneel before our Maker. Wir lesen hier, komm und lasst uns anbeten und uns niederbeugen. Lasst uns niederknien vor Jehova, der uns gemacht hat. This is a call to worship. Das ist ein Ruf zur Anbetung. In verse 7, und Vers 7, we read something so beautiful that I believe is connected to the Holy Spirit. Ich glaube, dass es mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht. A call of worship, ein Ruf zur Anbetung, is connected to the Holy Spirit. Steht mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Is the Holy Spirit, es ist der Heilige Geist, that will make you worship God. Der dich dazu bringt, dass du Gott anbetest. Is the Holy Spirit, es ist der Heilige Geist, that will help you to rise above every situation you have. Der dir dazu hilft, dass du dann über jede Situation dich erhebst, die du hast. To come before God and worship Him. Um vor Gott zu kommen und ihn anzubeten. And bow before Him. Und dich vor ihm zu beugen. And kneel before Him. Und dich vor ihm zu knien. Prostrate before Him. Dich vor ihm auszubreiten. Worship Him as your God. Und ihn anzubeten als dein Gott. This call comes from the Holy Spirit. Dieser Ruf kommt von dem Heiligen Geist. And like we read verse 7. Und so wie wir in Vers 7 lesen. For He is our God. Denn er ist unser Gott. For God to become your God. Dass Gott dein Gott werden kann. It should be a deep calls unto deep. Es sollte eine Tiefe sein, die zur Tiefe ruft. Like we read in Psalm 42 and verse 7. So wie wir lesen im Psalm 42, Vers 7. Deep calls unto the deep. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Yes, so it's like spirit calls unto spirit. So als wird der Geist zu dem Geist rufen. So we go back to verse 7 of Psalm 95. Also gehen wir zurück zu Psalm 7 von Vers 95. He is our God. Er ist unser Gott. And we are the people of His pasture. Und wir sind das Volk seiner Weide. The sheep of His hand. Die Herde seiner Hand. And we read a very fine statement today. If you hear His voice, und hier sehen wir eine schöne Aussage. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Today. Heute. He's talking about today. Spricht von heute. Now, if you read Hebrew 3, verse 7, wenn du Hebräer 3, Vers 7 liest, you discover where this word came from. Dann findest du heraus, wo dieses Wort herkommt. Therefore, the Holy Spirit saith. Deswegen spricht der Heilige Geist. Today, if you hear His voice. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. So who spoke? Who was doing the call of worship? Also wer hat gesprochen? Wer hat diesen Ruf der Anbetung getan? Who was calling? Wer hat gerufen? The call of prayer. Den Gebetsruf. The call of worship. Den Ruf der Anbetung. Like we read. So wie wir es lesen. Therefore, as the Holy Spirit said. Deshalb, wie der Heilige Geist gesprochen and hat. He's saying, und er sagt, anytime you see saith, it means that he's still speaking. Immer wenn du sprichst, liest, dann siehst du, dass er immer noch spricht. You see this word, saith, in the English Bible, anytime you read, and he saith. Und du liest dieses Wort, spricht. Immer wenn du es in der englischen Bibel liest, sagt oder er spricht, it means that he's still saying it. Dann bedeutet das, dass er es immer noch sagt. Because the Holy Spirit is still here. Denn der Heilige Geist ist immer noch hier. He is in us. Er ist in uns. And he is with us. Und er ist mit uns. Today, if you hear his voice. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. You see a similar word in Hebrew 3 and verse 15. Und ein ähnliches Wort lest ihr in Hebräer 3, Vers 15. And it's elaborated so clearly. Und es ist so deutlich. Yes, it says that while it is said, indem gesagt wird, today, if you hear his voice, heute, wenn ihr seine Stimme hört, harden not your hearts, verhärtet eure Herzen nicht, as in the day of provocation, wie in der Erbitterung. So, who gave the call of worship? Also, wer hat den Ruf der Anbetung gegeben? Like, I want us to see verse 90, chapter 95, verse 6
and 7 again before we move on. Und ich möchte, dass wir uns noch mal Psalm 95 Vers 6 und 7 anschauen, bevor wir weitermachen. It says, "Oh, come." Sagt, oh, komm. A call of worship. Ein Gebetsruf. And this is something you need to experience every day. Und das ist, was du jeden Tag erfahren musst. If you not hear this voice, wenn du diese Stimme nicht hörst, the call of worship, den Ruf zur Anbetung, if you are not worshiping God, wenn du Gott nicht anbetest, if you are not praising God, wenn du Gott nicht preist, then you may be complaining, dann wirst du dich vielleicht beschweren. If you are not worshiping and praising God, wenn du Gott nicht anbetest und preist, then you may be worrying, dann wirst du dir vielleicht Sorgen machen. If you are not worshiping and adoring and praising God, wenn du Gott nicht anbetest und liebst und preist, it means you are nursing your wound, dann bedeutet das, dass du deine Wunde noch größer machst. And you are somewhere else. Und du bist irgendwo anders. This call of worship, dieser Ruf zur Anbetung, is what we need. Ist, was wir brauchen. Every day and every time. Jeden Tag, zu jeder Zeit. We read a scripture in John chapter 4. Wir lesen eine Schrift in Johannes Kapitel 4. And in verse 24. Und in Vers 24. Says God is a spirit. Das sagt, Gott ist ein Geist. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. You see two S here, two spirit here. Und hier siehst du zwei Geister. Yeah, in this scripture. Ja, in dieser Schriftstelle. The first one in the English translation is capital S. That is the Holy Spirit. Und der erste in der englischen Übersetzung ist mit einem großen S. Das ist der Heilige Geist. And the second one is small S. That is your human spirit. Und der zweite ist mit einem kleinen S geschrieben. Das ist dein menschlicher Geist. So God is a spirit. Also Gott ist ein Geist. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Is God. Don't forget. Ist Gott. Vergiss das nicht. God is a spirit. Gott ist ein Geist. And they that worship him, und die ihn anbeten, must worship him in their spirit, müssen ihn in ihrem Geist anbeten. So deep calls unto deep. Also Tiefe ruft der Tiefe zu. There is a call of worship that is placed on you every day. Es gibt einen Ruf zur Anbetung, der jeden Tag auf dich erlebt wurde. Like I said, if you are not worshiping, if you are not worshiping God. Ich gesagt habe, wenn du Gott nicht anbetest. If you are not praising God. Wenn du Gott nicht preist. In the day. Am Tag. Then you are somewhere else. Dann bist du irgendwo anders. Yeah, then your mind is occupied so much. Dann ist dein Verstand so sehr gefangen genommen. Of the issues of your life. Mit den Problemen deines Lebens. Of this. Your surroundings, the atmosphere that you are in. Mit deinem Umfeld, mit der Atmosphäre, in der du dich befindest. This is why we need to be very sensitive to the Holy Spirit. Deswegen müssen wir dem Heiligen Geist gegenüber sehr sensibel sein. There is a call of worship that is placed on our spirit every day. Es gibt einen Ruf zur Anbetung, der auf unseren Geist jeden Tag gelegt wird. And we should praise God. Wir sollen Gott anbeten. Every day. Jeden Tag. The psalmist sees this in Psalm 34 and verse 1. Der Psalmist sagte das im Psalm 34 Vers 1. He says, I will bless the Lord at all times and his praise shall continually be in my mouth. Sagt, ich werde den Herrn preisen zu aller Zeit und beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. I will bless the Lord at all times. Ich werde den Herrn zu jeder Zeit preisen. And his praise will continually, his praise should continually be in our mouth. Und sein Lob wird kontinuierlich oder soll kontinuierlich in deinem Mund sein. Very, very important. Sehr, sehr wichtig. I want you to see a scripture in Hebrews chapter 13 and verse 15. Ich möchte, dass du eine Schriftstelle liest in Hebräer 13, Vers 15. Let us make his praise continually be in our mouth. Lass uns sein Lob kontinuierlich in unserem Mund sein. He says, by him, therefore, let us offer sacrifice of praise unto God continually. Durch ihn nun lasst uns Gott stets oder kontinuierlich ein Opfer des Lobes darbringen. Continually. Kontinuierlich. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Das ist die Frucht unserer Lippen, die seinem Namen bekennen oder ihm Dank geben. We should learn to act promptly on the call of the Holy Spirit. Wir sollten den Ruf des Heiligen Geistes ernst nehmen.
Anytime he calls on us, jedes Mal, wenn er uns ruft, we should heed to his voice immediately. Sollten wir direkt auf seine Stimme hören. That's why we read today: if you hear his voice, do not harden your heart. Deswegen haben wir gelesen heute: wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. If you hear his voice, wenn du seine Stimme hörst, his voice is telling you, seine Stimme sagt dir, come, komm. For maybe you just tuned in. I want you to see the scripture again. Du hast vielleicht gerade erst eingeschaltet. Ich möchte, dass du diese Schriftstelle noch mal siehst. Psalm 95, verse 6 and 7. Psalm 95, Vers 6 und Vers 7. This scripture is connected to the Holy Spirit. Diese Schriftstelle steht mit dem Heiligen Geist in Verbindung. And it will bless you every day. Und es wird dich jeden Tag segnen. If you walk in the day, wenn du am Tag wandelst, as you are busy in your office, so wie du in deinem Büro beschäftigt as you are busy bist, on the street, du bist auf der Straße beschäftigt, or wherever oder wo auch immer, your work place calls you to be, wo dein Arbeitsplatz dich hinruft, yeah, there is a call that is placed in your spirit. Es gibt einen Ruf, der in deinen Geist gelegt wurde. Oh, come. Oh, komm. Who is saying, oh, come? Wer sagt hier, oh, kommt? It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. It's innerly. Es ist innerlich. So, in your working place, also an deinem Arbeitsplatz, on the street, auf der Straße, in your kitchen, und an deiner Küche, your mind is on him, dein Verstand ist auf ihn gerichtet. Giving him thanks, gibst ihm Dank, continually, kontinuierlich, praising him continually, und preist ihn kontinuierlich. That was the secret of the psalmist. Das war das Geheimnis des Psalmisten. The psalmist, like we just read in Psalm 34, verse 1. So wie wir es gerade gelesen haben, Psalm 34, Vers 1. I will bless the Lord at all times. Ich werde den Herrn zu jeder Zeit preisen. All times. Zu jeder Zeit. All times. Zu jeder Zeit. Not only in good times. Nicht nur in guten Zeiten. In bad times. In schlechten Zeiten. In challenging times. In herausfordernden Zeiten. You bless the Lord. Segnest den Herrn. How do you bless the Lord? Und wie segnest du? Wie preist du den you Herrn? You bless the Lord by giving him thanks. Du preist den Herrn, indem du ihm Dank darbringst. Giving him thanks. Du bringst ihm like Dank we dar. Just read in Hebrew 13. 15. Wir haben gerade gelesen, Hebräer 13, Vers 15. Have you given him thanks today? Hast du ihm heute schon Danke gesagt? Or you are waiting to maybe 5 minutes before you sleep and then you give him thanks? Oder wartest du darauf 5 Minuten, bevor du einschläfst und dann gibst du ihm Dank? It should be part of our lifestyle. Es sollte Teil unseres Lebensstils sein. And there is a call that the Spirit of God places in our spirit. Da gibt es einen Ruf, den der Heilige Geist, der Geist Gottes, auf unseren Geist legt. Come, kommt, come, kommt. So in Hebrew 13, verse 15, we read, by him. Und in Hebräer 13, Vers 15 lesen wir, durch ihn. That's the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. Let us offer sacrifice of praise unto God continually. Lass uns kontinuierlich Lobesopfer darbringen. Yeah, it's the Holy Spirit that convicts us. Es ist der Heilige Geist, der uns überführt. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist, that touches our hearts. Der unser Herz berührt. We operate by revelation. Wir operieren durch Offenbarung. He says, go left. Er sagt, geh nach links. You go left. Dann gehst du nach links. And you'll be surprised. Und dann wirst du überrascht sein. You have a good surprise. Dann hast du eine gute Überraschung. He says, turn to the left. Und er sagt dann, geh nach links. Or right. Oder nach rechts. Or go forward. Oder geh geradeaus. Go back. Oder geh zurück. Act promptly on his voice. Aber reagiere direkt auf seine Stimme. And you'll be surprised. Und dann wirst du überrascht sein. You always have a good surprise. Dann wirst du immer eine gute Überraschung haben. In our daily activities, in unseren tagtäglichen Aktivitäten, especially in this day and time, ganz besonders in dieser Zeit, in diesem Tag, we need the fellowship of the Holy Spirit. Da brauchen wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Like we read in 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. So wir lesen in 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 14. It says that the grace of our Lord Jesus Christ. Sagt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. And the love of God. Die Liebe Gottes. The fellowship. Und die Gemeinschaft. The fellowship. Die Gemeinschaft. Or communion. Oder Einheit. Or the communion you see here is also is about communication. Und die Gemeinschaft, die du hier siehst, das geht auch um Unterhaltung. In some translation you read the fellowship. In einigen Übersetzungen siehst du die Gemeinschaft. Yes, and it says sharing together in the amplified version, sharing together and participating with and in the Holy Spirit. Und in der Amplified Version sagt es, zusammen teilen und Teilhabe haben in dem Heiligen Geist. The fellowship
Die Gemeinschaft. And the communion. Und das Zusammensein. Sharing together. Und das zusammen teilen. So the Holy Spirit shares information. Der Heilige Geist teilt Informationen. Yeah, he's got so much information for you. Er hat so viel Information für dich. That's why in the King James Version we read a scripture in 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. Deswegen lesen wir in der King James Version 1. Korinther 2, Vers 9. It says, I have not seen. Kein Auge hat jemals gesehen. Neither has the ear heard. Und kein Ohr hat je gehört. Neither has it entered the heart of man. Noch ist es in das Menschenherz gelangt. The things that God has prepared for those who love him. Die Dinge, die Gott bereitet hat für diejenigen, die ihn God lieben. Has something prepared for you because you love him. Gott hat etwas für dich vorbereitet, weil du ihn liebst. My friend, mein Freund, the faith walk that we have in God, die Glaubenswanne, den wir haben in Gott, it's about revelation. Da geht es um Offenbarung. Yeah, it makes prayer easy. Das macht das Gebet dann einfach. I love to have a pray long prayer. I love it. Ich bete lange Gebete, ich liebe das. You have no idea how many long prayers I've prayed. Ich habe keine Ahnung, wie viele lange Gebete ich schon gebetet habe. Any time I start praying, aber jedes Mal, wenn ich anfange zu beten, only one thing I look for. Nur eine Sache, auf die ich schaue oder nach der ich schaue. The fellowship, communication of the Holy Spirit. Die Gemeinschaft, die Unterhaltung mit dem Heiligen Geist. Revelation. Offenbarung. What is the Holy Spirit saying in this situation that has brought me to pray? Was hat der Heilige Geist zu sagen in dieser Situation, die mich zum Beten gebracht hat? What is the end result? Was ist das Endresultat? What has God prepared for me? Was hat Gott vorbereitet für mich? My friend, mein Freund, we are studying together. Wir studieren das zusammen. I want you to have the same policy also. Und ich möchte, dass du die gleiche Haltung auch hast. Don't just stand and pray. Steh nicht einfach nur auf und bete. You need to pray with the Holy Spirit. Du musst mit dem Heiligen Geist beten. That's why you see a clear scripture in Romans 8:26. Deswegen liest du eine deutliche Schrift in Römer 8:26. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Desgleichen hilft uns der Heilige Geist auch in unseren Schwachheiten. In our weakness. In unserer Schwachheit. He helps us. Hilft er uns. And the scripture you see on the screen. Und die Schriftstelle, die du auf dem Bildschirm siehst. It says that your prayer is not perfect. Sagt, dass dein Gebet nicht perfekt ist. You don't know how to pray. Du weißt nicht, wie du beten how sollst. You ought to pray. Wie du beten sollst. Sometimes you don't know how to where to start your prayer. Manchmal weißt du noch nicht mal, wo du dein Gebet anfangen sollst. You don't know how to even end your prayer. Du weißt noch nicht mal, wie du dein Gebet beenden sollst. Whether to start a prayer in the middle. Ob du vielleicht das Gebet in der Mitte beginnen solltest. Or from the end. Oder vom Ende an. You go there, you don't know what to do. Du gehst dahin und weißt nicht, was zu tun ist. Yeah, this is why you need to work with the Holy Spirit. Deswegen musst du mit dem Heiligen Geist arbeiten. He is in you. Er ist in dir. And he is with you. Und er ist mit dir. Yes, he helps us in our weaknesses. Er hilft uns in unseren Schwachheiten. And he prays. He, the Spirit himself, prays. He makes intercession for us. Und der Geist selbst betet. Er macht Fürbitte für uns. He is praying for you. Er betet für dich. With groanings that cannot be uttered. Mit unaussprechlichen Seufzern. So he prays through you. Also betet er durch dich. He prays for you. Und er betet für dich. So he gives you the prayer attempts. Also gibt er die Gebetsthemen. He gives you where to start your prayer. Und er gibt dir auch, er zeigt dir auch, wo du dein Gebet beginnen sollst. And plus revelation. Und dann plus Offenbarung. We go back quickly to Romans 8, 20. We go quickly to 1 Corinthians 2, verse 9. Wir gehen schnell zurück zu 1. Korinther 2, Vers 9. 1 Corinthians 2, verse 9. We go quickly there. For it is written, I have not seen, neither has the ear heard, neither has it entered the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. God has prepared something for you because you love him. Gott hat etwas für dich vorbereitet, weil du ihn liebst. You cannot love God and get nothing, my friend. Du kannst nicht Gott lieben und dann nichts bekommen, mein Freund. As you love God, während du Gott liebst, something is prepared for you. Ist etwas schon für dich vorbereitet. Lack of knowledge is destroying so many people. Mangel von Erkenntnis zerstört so viele Menschen.
Yes, there are surprise packages that are not claimed by many, many believers. Es gibt Überraschungspakete, die von vielen, vielen Gläubigen nicht in Anspruch genommen werden. God has prepared something for you. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Because you love him. Weil du ihn liebst. Paul also says again in Romans 8:28. Und Paulus sagt auch noch mal in Römer 8:28. Because you love God. Weil du Gott liebst. All things work together for your good. Wirken alle Dinge zusammen für dein Bestes. That's the scripture you see. Das ist die Schriftstelle, die du siehst. It says, for we know that. Denn wir wissen aber. All things. Dass alle Dinge. Wow. Wow. Anytime you look at this scripture, all things. Jedes Mal, wenn du diese Schriftstelle anschaust, alle Dinge. So as a believer in Christ, also als ein Gläubiger in Christus, say to yourself, sag zu dir selbst, I don't know any disappointment. Ich kenne keine Enttäuschung. Somebody calls you. Jemand ruft dich an. I called you to encourage you. Ich habe dich angerufen, um dich zu ermutigen. I called you. Ich habe dich angerufen. Because I know your heart is down. Weil ich weiß, dass dein Herz niedergeschmettert ist. I called you. Ich habe dich angerufen. Because I know you are not happy. Weil ich weiß, dass du nicht glücklich bist. Ich habe dich angerufen, because I know I feel your pain. Weil ich weiß, ich fühle deinen Schmerz. You tell, hey, which pain? Du sagst, hey, welcher Schmerz? No. Nein. We know that all things work together for good. Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten wirken. You don't take things personal. Du nimmst Dinge nicht persönlich. The Spirit of God is in you. Der Geist Gottes ist in dir. Your body is his temple. Dein Körper ist sein Tempel. And you are dead, my friend. Und du bist tot, mein Freund. Look at Colossians 3, verse 3. Schau dir Kolosser 3, Vers 3 an. For you are dead. Denn du bist tot. And your life is hidden with Christ in God. Und dein Leben ist mit Christus vergraben in Gott. That's the scripture you see. Das ist die Schriftstelle, die du siehst. How can the feelings of a dead person be hurt? Wie können die Gefühle einer toten Person verletzt werden? Oh, I called you to encourage you. Oh, ich habe dich angerufen, um dich zu ermutigen. Do you know who the encourager is? Weißt du, wer der Ermutiger ist? The comforter. Der Tröster. He is the perfect encourager. Er ist der perfekte Ermutiger. Who is the comforter? Wer ist der Tröster? Look at John 16, verse 7. Schau dir Johannes 16, Vers 7 an. Jesus said that it is expedient for me to go away, for if I do not go away, the Comforter will not come, but if I go away, I will send him unto you. Jesus sagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Go to your dictionary and find out what is a comforter? Und geh zu deinem Wörterbuch und finde heraus, was ist ein Tröster? Right. Who is a comforter? Und schreib, wer ist ein Tröster? What does a comforter do? Und was tut ein Tröster? And you'll be surprised. Und dann wirst du überrascht sein. To know what you have. Zu wissen, was du hast. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Is called the comforter. Wird der Tröster genannt. He's our comforter. Er ist unser Tröster. And do you know where he is? Und weißt du, wo er ist? In John 14. Johannes 14, Vers 16, Vers 16 and verse 17, und Vers 17. Jesus is speaking here. Jesus spricht hier. He said, I will pray the Father. Also ich werde den Vater bitten. And he will give you another comforter. Und er wird euch einen anderen Tröster geben. That is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. And he will abide with you forever. Und er wird immer mit euch sein. The comforter, der Tröster, is with you. Ist mit dir. The comforter is he wraps his arms around you. Und der Tröster, der umarmt dich immer. Yes, he got you in his arm. Er hat dich in seinem Arm. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Not only that. Nicht nur das. Look at verse 17. Schau dir Vers 17 an. He says that even the Spirit of Truth. Und der Geist der Wahrheit. Whom the world cannot receive. Den die Welt nicht empfangen kann. Because the world sees him not. Weil die Welt ihn nicht sieht. But you know him. Aber ihr kennt ihn. Ah, you know him. Ihr kennt ihn. And he abides with you. Und er bleibt mit euch. Yeah, he is with you. Er ist mit euch. And he will be in you. Und er wird in euch sein. With you, mit euch, and in you, und in euch. Who is in you? Wer ist in dir? The Holy Spirit, der Heilige Geist. Who is in you? Wer ist in dir? Not sorrow, nicht Kummer. Who is in your heart? Wer ist in deinem Herzen? Who is in you? Wer ist in dir? This is why you need to know the kingdom that you have. Deswegen musst du das Königreich kennen, was du hast. In Romans chapter 14, we read something beautiful in verse 17. In Römer Kapitel 14 lesen wir etwas Wunderschönes in Vers 17. It says that for the kingdom of
God is not meat and drink. Er sagt, denn das Königreich Gottes ist nicht essen und nicht trinken. You are in his kingdom. Du bist in seinem Königreich. It is not meat and drink. Es ist nicht essen und nicht trinken. Eating and drinking. Essen und trinken. Eat, sleep. Essen, schlafen. And nothing. Und nichts. My friend. Mein Freund. You are in a supernatural kingdom. Du bist in einem übernatürlichen Königreich. You are in a kingdom that can never be shaken. Du bist in einem Königreich, was niemals wanken that kann. That is the kingdom of God. Das ist das Königreich Gottes. And it is righteousness. Und es ist Gerechtigkeit. Which righteousness? Welche Gerechtigkeit? The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. Is upon you. Ist auf dir. 2 Corinthians 5 and verse 21. 2. Korinther 5 und Vers 21. He made him sin for us, he who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. In him. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. You are the righteousness of God. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. God's righteousness is upon you. Gottes Gerechtigkeit ist auf dir. Guilt is not beating you down. Schuld schlägt dich nicht nieder. Condemnation is not beating you down. Verdammnis schlägt dich nicht you nieder. You can never be disappointed. Du kannst niemals ermutigt werden. You cannot be hung down. Du kannst nicht niedergeschlagen sein. No one can put you down. Und niemand kann dich niederdrücken. Why? Warum? You are in his kingdom. Du bist in seinem Königreich. We go back to Romans 14 and verse 17. Wir gehen zurück zu Römer 14, Vers 17. The kingdom of God is not meat and drink, but it's righteousness, joy, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Righteousness. Gerechtigkeit. Peace. Und Friede. Do you know what this peace is? Weißt du, was das für ein Friede ist? It is a peace that passes all understanding. Das ist ein Friede, der jeden Verstand übersteigt. That's what you read in Philippians chapter 4 and verse 7. Das liest du in Philipper 4, Vers 7. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede, der jeden Verstand übersteigt. Shall keep your heart and your mind through Jesus Christ. Wird eure Herzen euren Sinn bewahren in Christo Jesu. The peace you have. Und Frieden, den du hast. Is not an ordinary peace. Das ist kein gewöhnlicher Friede. It is the peace of God. Es ist der Friede Gottes. It passes all understanding. Und der übersteigt jeden Verstand. Is in your heart. Und der ist in deinem Herzen. And in your mind. Und in deinem Verstand. Let me read a little bit more about the peace of God. Lass mich noch ein wenig mehr über den Frieden Gottes lesen. You read in Isaiah 26 and verse 3 and verse 4. Lies in Jesaja 26, Vers 3 und Vers 4. You read, he will keep him in perfect peace. Er wird ihn im perfekten Frieden bewahren. Perfect peace. Im perfekten Befrieden. That's the peace of God. Das ist der Friede Gottes. Perfect. Your peace that you have is perfect. Frieden, den du hast, der ist perfekt. People look at you and they marvel. Und Leute schauen dich an und sie wundern sich. He is always smiling. Er lächelt immer. He is always in a good mood. Er ist immer, hat immer gute Laune. Oh, I don't know. Is it real? Ich weiß nicht, ist das echt? She is always in a good mood. Sie ist immer gut, sie hat immer I've gute never Laune. Seen her in a bad mood before. Ich habe sie noch nie mit schlechter Laune gesehen. She is always in a good mood. Sie hat immer gute Laune. He is always happy. Und er ist immer glücklich. Is it real? Aber ist das echt? My friend. Mein Freund. It's real. Das ist echt. The peace he has. Der Frieden, den er hat. Is perfect peace. Das ist ein perfekter Friede. Why? Warum? Oh, he has heed to the call of worship. Weil er diesem Ruf der Anbetung, weil er darauf gehört hat. The Holy Spirit is calling him, is calling her every day. Der Heilige Geist ruft sie und ihn jeden Tag. Come, komm. Let us worship the Lord. Lass uns den Herrn anbeten. Let us kneel before him. Lass uns vor uns niederbeugen. Let us adore him. Lass uns vor ihn niederbeugen und ihn lieben. That is the call of worship. Das ist der Ruf zur Anbetung. And as you worship God, und während du Gott anbetest, your mind will stay on him. Wird dein Verstand auf ihn gerichtet bleiben. Your mind will stay on him because he trusts in you. Und dann dein Verstand wird auf ihn bleiben, weil du auf ihn vertraust. You worship him. Du betest ihn an. You praise him. Und du preist ihn. Your mind is stayed on him. Und dein Verstand ist auf ihn gerichtet. And your peace. Und dein Friede is so perfect. Ist so perfekt. The Bible talks about another peace in Psalm 119, verse 165. Und die Bibel spricht auch noch über einen anderen Frieden, Psalm 119, Vers 165. It talks about
they that love his word. Spricht er von denjenigen, die sein Wort lieben. They have peace called great peace. Sie haben einen Frieden, der großer Friede genannt wird. Great peace. Großer Friede. What is great peace? Was ist ein großer Friede? We read the peace of God that passes all understanding. Wir haben gelesen, der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt. We read perfect peace. Wir haben gelesen, perfekter Friede. And now we are reading great peace. Und jetzt lesen wir großer Friede. My friend. Mein Freund. Oh, great peace have they that love his word. Großen Frieden haben diejenigen, die sein Wort lieben. And nothing und nichts shall offend them. Wird sie zu Fall bringen. Say to yourself, you cannot be offended. Sagst du dir selbst, du kannst nicht Say, beleidigt werden. Boy, you cannot be offended. Sag, du kannst nicht zu Fall kommen. Younger, you cannot be offended. Sag mal, Junge, you cannot be offended. Und du kannst nicht zu Fall kommen. Sag mal, sag Junge. Sag das mal. Junge. Sag mal, Junge. Junge? Ja. Say, sag mal, Junge. Ja. Yeah. A young man, you cannot be offended. Junger Mann, du kannst nicht zu Fall kommen. Girl, you cannot be offended. Und Mädchen, du kannst nicht zu Fall kommen. You cannot be offended. Du kannst nicht zu Fall kommen. Yeah. Young, yeah, yeah. You cannot be offended. Du kannst nicht zu Fall kommen. Nothing. Say it to yourself again. Und sag das nochmal zu dir selbst. Yeah. Girl, you cannot be offended. Mädchen, du kannst nicht zu Fall kommen. Say, boy, you cannot be offended. Sag, Junge, du kannst nicht zu Fall kommen. Say that to yourself. Sag das zu dir selbst. Every day before you go out. Jeden Tag, bevor du rausgehst. Talk to yourself. Boy, sag zu dir selbst. Boy, you Junge, cannot be offended. Du kannst nicht zu Fall kommen. Girl. Und Mädchen. You cannot be offended. Du kannst nicht beleidigt and werden. And you step out there. Ja, und du trittst dort raus. You enter into the world. Und du gehst in die Welt hinaus. Yes. With the kingdom of God. Mit dem Königreich Gottes. This is why we read this scripture. Deswegen lesen wir diese Schriftstelle. In 1 Corinthians 2 and verse 9. In 1. Korinther 2 und Vers 9. It says that I have not seen. Sagt, kein Auge hat je gesehen. Neither the ear heard, neither has it entered the heart of man the things that God has prepared for those who love him. Was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. And verse 10. Und Vers 10. Say, I walk by revelation. Sag, ich wandle durch Offenbarung. Walking by revelation is not just any voice at all that comes. Oh, the Holy Spirit said. No, my friend. Und durch Offenbarung zu wandeln bedeutet nicht, dass jede Stimme, die einfach kommt, dass du dann sagst, der Heilige Geist hat gesagt. Nein, mein Freund. Oh, the Holy Spirit said I should go to hell, so I'm going to hell. Der Heilige Geist hat gesagt, ich soll in die Hölle gehen, deswegen gehe ich in die Hölle. The Holy Spirit said I should marry a tree. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich soll einen Baum heiraten. Hey, in fact, last time I read in a magazine, a lady had a wedding with a tree. Und letztes Mal habe ich das in der Zeitung, in einer Zeitschrift gelesen, dass eine Frau eine Hochzeit mit einem Baum hatte. In a magazine. Ich habe das in der Zeitschrift gelesen. And she was hugging a tree. Und sie hat einen Baum umarmt. And I'm thinking, but she's not crazy. Und ich dachte, sie ist nicht verrückt. She's decent. She looks decent. Sie schaut ein wenig verwirrt aus. No, she's not confused. Sie ist nicht verwirrt. She looks normal. Sie schaut normal aus. She looks so decent. She looks so perfect. Sie sieht so normal aus, so perfekt. But she heard a voice. Aber sie hat eine Stimme gehört. Marry a tree. Heirate einen Baum. I don't know whether you can find it in internet, but it's there. Ich weiß nicht, ob du es im Internet finden kannst, aber es ist dort. And she had a wedding with the tree. Also hatte sie eine Hochzeit mit einem Baum. Someone also married a dog. Und jemand hat auch einen Hund geheiratet. I heard a voice. Ich habe eine Stimme gehört. And they married things. Und dann heiraten sie Dinge. I heard a voice. Eine Stimme gehört. So I married a goat. Also habe ich eine Ziege geheiratet. No. Nein. Everything that the Holy Spirit says. Alles, was der Heilige Geist sagt. It's in the Bible. Das ist in der Bibel. That's why I know the Holy Spirit will not tell you to leave our church. Deswegen weiß ich, dass der Heilige Geist dir auch nicht sagen wird, dass du unsere Gemeinde verlassen sollst. Said the devil, you're a liar. Sag Teufel, du bist ein Lügner. The Holy Spirit will not tell you, can you leave New Life Church? Und der Heilige Geist wird dir nicht sagen, kannst du die New Life Church verlassen? And no devil can lie to you. Kein Teufel kann dich anlügen. The Holy Spirit will tell you, hey, that's not my voice. Der Heilige Geist sagt dann, hey, das ist nicht meine Stimme. We hear one voice. Wir hören eine Stimme.
We don't hear voices. Wir hören nicht Stimmen. Jesus said in John 10, 27. Jesus sagt in Johannes 10, 27. He says, my sheep hear my voice. Sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Not that my sheep hear voices. Nicht, dass meine Schafe Stimmen hören. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus loves his church. Jesus liebt seine Gemeinde. If this is where you are getting your spiritual nourishment. Also das, wenn es das der Ort ist, wo du deine geistliche Ernährung herbekommst, if you are learning something in this church, wenn du etwas lernst hier in dieser Gemeinde, if there is something that is benefiting you in this church, und wenn es da etwas gibt, was dir gut tut in dieser Gemeinde, then this is your spiritual home. Dann ist das hier dein geistliches Zuhause. How comes all of a sudden? Wie kommt es das ganz plötzlich? Because somebody doesn't like you, because somebody you had problems of one person or two people. Weil jemand dich nicht mag oder Probleme hat mit ein oder zwei Personen. All of a sudden you heard a voice. Ganz plötzlich hast du eine Stimme gehört. Oh, go to the next church. Oh, geh zur nächsten Gemeinde. You see, if this is your lifestyle, weißt du, wenn das dein Lebensstil ist, you keep hearing this voice. Dann hörst du diese Stimme immer weiterhin. You go there, du gehst dann dorthin, and you discover, dann findest du heraus, that like the grass looks so greener. Dass das Gras dort grüner aussieht. In your neighbor's garden. In dem Nachbarsgarten. You look there and everything is so green. Und du schaust dort dahin und alles ist so grün. You go there. Du gehst dann dorthin. And you discover that there are monsters also there. Und dann findest du heraus, dass es dort auch Monster gibt. Oh, I thought it was a perfect church. Ich dachte, es wäre eine perfekte Gemeinde. Yeah, there is no perfect church. Ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. But there is perfect peace. Aber es gibt perfekten Frieden. There is great peace. Es gibt großen Frieden. There is peace that passes all understanding. Der Frieden, der jeden Verstand übersteigt. And the one who is our peace. Und derjenige, der unser Friede ist. Ephesians 2 verse 14. Epheser 2 Vers 14. He is our peace. Er ist unser Friede. That is Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. That's what you read on the screen. Das ist, was du auf dem Bildschirm liest. Who is our peace? Wer ist unser Friede? Jesus. Jesus. He is our peace. Er ist unser Friede. And has made both one. And he has broken down the middle wall of partition between us. Der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. He is our peace. Er ist unser Friede. What is your peace? Was ist dein Friede? Oh, the people like me. After the church, everybody shakes their hands. They shake my hands. Oh, die Leute mögen mich. Nach der Gemeinde da schütteln sie die Hände und die Leute schütteln auch meine Hand. And the pastor shakes me in the hand every time. Und der Pastor schüttelt mir jedes Mal die Hand. Oh, I love this church. Oh, ich liebe diese Gemeinde. Oh, until one day. Bis eines Tages. The pastor's hand, he shook the hands of the people, and his hands are hurting. Und du hast die Person, der Pastor hat die Leute mit Hand begrüßt und dann tut seine Hand weh. Yeah, so one day the pastor could not stretch his hand. Also kann eines Tages dann der Pastor vielleicht seine Hand nicht ausstrecken. The pastor doesn't like me. Der Pastor mag mich nicht. I'm out of this place. Ich bin raus aus diesem Ort. So for how long? Will you allow the devil to play with your mind? Also wie lange willst du dem Teufel erlauben, mit deinem Verstand zu spielen? Yeah, in your family. In deiner Familie. I'm out of this place. Ich bin raus aus diesem Ort. In your working place. In deinem Arbeitsplatz. The devil tells you, you can leave it. Go. Der Teufel sagt dir, du kannst es gehen. Geh. Sometimes you left at a time whereby you were just about to be promoted. Und manchmal bist du an einen Punkt dann gegangen, zu einem Zeitpunkt, wo du kurz davor standest, eine Beförderung zu bekommen. So be careful which voice you are hearing. Also sei vorsichtig, welcher Stimme du zuhörst. Our topic is about the Holy Spirit. Unser Thema behandelt den Heiligen Geist. It's not everything that we should attribute to the voice of the Holy Spirit. Und wir sollten nicht alles mit der Stimme des Heiligen Geistes in Verbindung setzen. The Holy Spirit will not tell you anything that is not biblical. Und der Heilige Geist wird dir nichts sagen, was nicht biblisch ist. The Holy Spirit will not tell you don't give an offering. Der Heilige Geist wird dir nicht sagen, gib kein Opfer. The Holy Spirit will not tell you don't pay your tithe. Und der Heilige Geist wird dir nicht sagen, zahle deinen Zehnten nicht. The Holy Spirit will not tell you don't forgive that person. Und der Heilige Geist wird dir nicht sagen, vergib dieser Person nicht. He will tell you the opposite. Er wird dir das Gegenteil sagen. Give an offering. Gib ein Opfer. Pay your tithe. Zahle deinen Zehnten. Forgive. Vergebe. Be a builder of bridges. Sei ein Brückenbauer. Yeah. Be peaceful. Sei friedvoll. Yeah. Some scriptures are like Romans 12 verse 18. Einige Schriften wie Römer 12 Vers 18. He says, as long as it's possible. Sagt,
wenn es euch aber möglich ist, as it depends on you, so viel an euch ist, live peacefully with all people. Lebt mit allen Menschen in Frieden. If it's possible, wenn es möglich ist, as in some translation, as long as it depends on you. In einigen Schriftstellen oder Übersetzungen heißt es, solange es von euch abhängig ist. As long as it depends on you. Wenn es, solange es euch möglich ist. Yeah, that's what you see. As long as it depends on you. Solange es von euch abhängig ist. Oh, I love this scripture. I like the Amplified version here. Ich liebe die Amplified Version hier. If it's possible, wenn es möglich ist, as far as it depends on you, solange es von euch abhängig ist, live at peace with everyone. So lebt mit jedem in Frieden. Wow. Wow. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? All of us. Alle von uns. All believers. Alle Gläubigen. Worldwide. Weltweit. We live in peace. Wir leben im Frieden. Why must we live in peace? Warum sollen wir in Frieden leben? Because our Jesus. Weil unser Jesus. According to Isaiah chapter 9 verse 6. Gemäß Jesaja 9 Vers 6. He is called Prince of Peace. Er wird Friedefürst genannt. That's what you see. Das ist, was du dort for siehst. Unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. And as you love Jesus, und während du Jesus liebst, as you heed to the voice of the Holy Spirit, und während du auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst, this is what you become. Das ist, wozu du wirst. This is what you become. Das ist, was du wirst. Matthäus 5, Vers 9. It says, blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. Say, I'm a peacemaker. Sag, ich bin ein Friedensstifter. Say to yourself. Sag zu dir selbst. Say, boy, you are a peacemaker. Junge, du bist ein Friedensstifter. Yeah. Say, boy. Sag, Junge. You are a peacemaker. Du bist ein Friedensstifter. Say, girl. Sag, Mädchen. You are a peacemaker. Du bist ein Friedensstifter. If you are a peacemaker, wenn du ein Friedensstifter bist, you are children of God. Dann bist du ein Kind Gottes, Kinder Gottes. I want to show you a connection here. Ich möchte euch eine Verbindung hier zeigen. You read Romans 8. Du liest Römer 8. Children of God. Kinder Gottes. Verse 14. Und Vers 14. It says, as many as are led by the Spirit of God. So viele aber geleitet werden durch den Geist Gottes. They are the children of God. Diese sind die Kinder Gottes. We just read. Wir haben gerade gelesen. Blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. They are the children of God. Diese sind die Kinder Gottes. And we are just reading here. Wir haben jetzt gerade gelesen. You are led by the Spirit of God. Du bist geleitet vom Heiligen Geist. You are God's child. Bist du Gottes Kind? You see the connection? Siehst du hier die Verbindung? You see what the Holy Spirit calls you into? Siehst du, wo der Heilige Geist dich hineinruft? He calls you into peace. Er ruft dich in den Frieden hinein. Because one of his characters, according to Galatians 5, verse 22, denn einer seiner Charakteristika gemäß Galater 5, Vers 22, the fruit of the Spirit is, die Frucht des Geistes ist, love, Liebe, joy, Freude, peace, Friede. You see, yes, love, siehst du hier, und Liebe, joy, Freude, peace, Friede. And now we just read Matthew 5, 9. Jetzt haben wir gerade gelesen, Matthäus 5, 9. Blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. Say, girl. Sag mal, Mädchen. Boy. Junge. You're a peacemaker. Du bist ein Friedensstifter. Why? Warum? The Spirit of God lives in you. Der Geist Gottes lebt in dir. One of the fruits he gives. Eine der Früchte, die er gibt. Peace. Friede. You cannot say the Spirit of God is in you. Du kannst nicht sagen, der Geist Gottes ist in dir. And you don't love peace. Und du liebst Frieden nicht. You jump out to where are you going? Du springst heraus, und wohin gehst du? So anytime next time someone comes to tell you. Also nächstes Mal, wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, the Holy Spirit said I should leave this church. Der Geist hat gesagt, ich soll diese Gemeinde verlassen. You ask the person, you stand akimbo, you stand with a style, you stand with a style. Dann stehst du da mit Stil. And just ask the person. Und du fragst die Person einfach. Which spirit said that?
Welcher Geist hat das gesagt? Girl, which spirit said that? Mädchen, welcher Geist hat das gesagt? Boy, which spirit said that? Junge, welcher Geist hat das gesagt? Could he be the one in the river? Könnte es das der eine im Fluss sein? In the sea? Oder im Meer? The one from the hell? Oder der eine aus der Hölle? Are you saying I have a demon? Sagst du, dass ich einen Dämon habe? Yeah. So next time this person will not come and tell you the Holy Spirit said I should leave. The Holy Spirit said I should. No. They will think twice before they talk to you. Und das nächste Mal wird dann die Person nicht zu dir hinkommen und sagen, der Heilige Geist hat gesagt, ich soll gehen. Sie werden zweimal nachdenken, bevor sie zu dir sprechen. I'm a peacemaker. Ich bin ein Friedensstifter. Why? Warum? I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. We go further. Romans 8, verse 15. Wir gehen weiter, Römer 8, Vers 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Adoption habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. And verse 16. Und Vers 16. The spirit himself, der Geist capital selbst, S. Großes S. Bears witness with our spirit, the small s. Zeugt zusammen mit unserem Geist, das kleine s. That we are the children of God. Dass wir die Kinder Gottes sind. Children of God. Kinder Gottes. And you hate peace. Und du hast dann Frieden. Children of God. Kinder Gottes. The Holy Spirit is in you. Der Heilige Geist ist in dir. Peace is in you. Friede ist in dir. Love is in you. Liebe ist in dir. Joy is in you. Freude ist in dir. Long suffering is in Geduld you. Geduld ist in dir. Patience is in you. Langmut, Geduld and ist in dir. And all of a sudden, und ganz plötzlich, you allow that dirty spirit to tell you. Erlaubst du diesem dreckigen Geist dir zu sagen? Get out of them. Geh da raus. You see, that devil will not lie to you anymore. Siehst du, der Teufel wird dich nicht noch einmal anlügen. This is why you love the Holy Spirit. Deswegen liebst du den Heiligen Geist. You love the Holy Spirit. Liebst den Heiligen Geist. It's a call to worship. Das ist ein Ruf zur Anbetung. Yes, it's a call to worship. Das ist ein Ruf anzubeten. And as deep calls unto deep. Und während die Tiefe zu Tiefe ruft. In every situation that you have. In jeder Situation, die du hast. Listen. Hör mir zu. You will honor God. Da wirst du Gott ehren. You praise him. Du wirst ihn preisen. The Holy Spirit tells you. Der Heilige Geist sagt dir. Yes. Your God is in control. Ja, denn Gott hat die Kontrolle. Say my God is in control. Sag mein Gott hat die Kontrolle. Relax. Also entspann dich. God is in control. Gott hat die Kontrolle. Yes, you are never alone. Du bist niemals alleine. You can never be alone. Du kannst niemals alleine sein. He is with you. Er ist mit dir. The Spirit of God is with you. Der Geist Gottes ist mit dir. And he is in you. Er ist in dir. He is your comforter. Er ist dein Tröster. And he is encouraging you. Und er ermutigt dich. And he is telling you. Und er sagt dir. Everything will be fine. Alles wird gut sein. Everything will be fine. Alles wird gut sein. Don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. Don't be carried away by the circumstances that you're going through. Und sei nicht fortgerissen von den Situationen, durch die du gehst. The Holy Spirit is putting a call in your spirit. Der Heilige Geist legt einen Ruf in deinen Geist. It's a call to worship. Es ist ein Ruf anzubeten. It's a call to praise him. Es ist ein Ruf, ihn zu loben. Yes, you praise him. Ja, du preist ihn. We read a scripture. Wir lesen eine Schriftstelle. In 1. Thessalonians chapter 5 verse 18. In 1. Thessalonicher 5 Vers 18. He says yes in everything. Er sagt in allem. Everything. In allem. Yes, 1. Thessalonians 5 chapter 5 verse 18. 1. Thessalonicher Kapitel 5 Vers 18. In everything. In allem. In everything. In allem. That's what you see. Das ist was du dort siehst. In everything. In allem. Everything. Alle. You give thanks. Gibst du Dank. You praise him. Du preist ihn. Thanks. Danksagung. Thanks. Danksagung. I thank you. Ich danke dir. I praise you. Ich preise dich. I praise you. Ich preise dich. This is the will of God. Das ist der Wille Gottes. The will of God is not that problem. Der Wille Gottes ist nicht dieses Problem. The scripture you see here. Die Schriftstelle, die du hier siehst. It didn't say that we should give God thanks because of the bad things. Und dort siehst du nicht, dass wir Gott Dank geben sollen wegen der schlechten Dinge. That's not what it means. Das ist nicht, was es bedeutet. It says in everything.
everything give thanks. Er sagt, in allem gib Dank. For this is the will of God. Denn das ist der Wille Gottes. In Christ concerning you. In Christus gegen euch. The will of God is that you praise him. Der Wille Gottes ist, dass du ihn preist. The will of God is you worship him. Der Wille Gottes ist, dass du ihn anbetest. We worship God because of who he is. Wir beten Gott an wegen dem, wer er ist. I want you to see the foundation scripture again before we are off the line. Ich möchte, dass ihr noch mal die Grundlagenschriftstelle seht, bevor wir offline gehen. Psalm 95 verse 6 and verse 7. Psalm 95 Vers 6 und Vers 7. Oh, kommt. Let us worship and bow down. Lass uns anbeten und uns niederbeugen. Let us kneel before the Lord, our Maker. Lass uns niederknien vor dem Herrn, unserem Erschöpfer. It is a call to worship. Es ist ein Ruf zur Anbetung. And this should be continually in our hearts. Und das sollte kontinuierlich in unserem Herzen sein. That's what you also saw in Hebrews 13, verse 15. Das hast du auch gesehen in Hebräer 13, Vers 15. Yes, we read. Wir haben gelesen. That therefore by him let us offer sacrifice of praise. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. If you have a Bible and the Bible is yours, underline the word sacrifice. Und wenn du eine Bibel hast und die Bibel gehört dir, dann unterstreich dieses Wort Opfer. You know what sacrifice is? Weißt du, was ein Opfer ist? When sacrifice is you are giving something out. Opfer ist, dass du etwas hergibst. That costs you. Was dich etwas kostet. Your tithe. It's a sacrifice. Dein Zehnter ist ein Opfer. Your offering is a sacrifice. Dein Opfer ist ein Zehnter. The time you devote in his house. Und dein Zehnter ist ein Opfer und die Zeit, die du in seinem Haus bringst. It's a sacrifice. Ist ein Opfer. Whatever you do for the Lord, was auch immer du tust für den Herrn, is a sacrifice. Ist ein Opfer. Even your thanksgiving, your praise to him, selbst deine Danksagung und dein Lobpreis is a sacrifice. Ist ein Opfer. You are praising him, du preist ihn for who he is, für den er ist. You are praising him, du preist ihn for who he is, für wer er ist. You are not praising him, du preist ihn nicht, because you must. You are praising him for who he is. Du preist ihn für wen er ist. You are lifting him above that situation. Du hebst ihn über die Situation. That situation. Die Situation. That is against you. Die gegen dich gerichtet ist. You are telling him. Du sagst ihm. With him, all things are possible. Ihm sind alle Dinge möglich. You are saying Jesus. Du sagst Jesus. With you all things are possible. Mit dir sind alle Dinge möglich. I still trust you. Ich vertraue dir immer noch. My faith is in you. Mein Glaube ist auf dich gerichtet. I have pain, obwohl ich Schmerzen I still habe. Trust you. Vertraue ich dir immer noch. Yes, like what Job said in Job chapter 13 verse 15. So wie Hiob gesagt hat in Hiob 13 Vers 15. In Job 13 verse 15. Hiob 13 Vers 15. Though he slay me, I will trust him. Siehe, schlägt oder tötet er mich, ich werde auf ihn vertrauen. It was not God who was slain Job. Es war nicht Gott, der Hiob geschlagen hat. My friend, the situation that you're going through. Mein Freund, die Situation, durch die du gehst. It's not God that is giving you that unpleasant situation. Es ist nicht Gott, der diese schlimme Situation gibt. No, it's not God. Diese unbequeme Situation. That's why das ist you nicht can Gott. Fight back. Deswegen kannst du zurückkämpfen. By faith. Durch Glauben. By prayer. Durch Gebet. By praising God. Dass du Gott lobst. By lifting up your faith. Dass du deinen Glauben erhebst. By lifting up your praise. Und dass du dein Lob erhebst. Job said, Hiob sagte, though he slay me, obwohl er mich schlägt, yet I will trust him, werde ich auf ihn warten. And I will maintain my own way before him. Auf ihn vertrauen, nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht said, rechtfertigen. I will maintain my way before him. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht I will rechtfertigen. Not move to the left, to the right. Ich werde nicht nach links oder rechts abbiegen. I will stay focused. Ich werde fokussiert bleiben. So the praise, also der Lobpreis, we give him, den wir ihm geben, it's a sacrifice. Es ist ein Opfer. And when God sees this sacrifice, wenn Gott dieses Opfer sieht, God is moved by sacrifice. Gott ist bewegt durch Opfer. Because sacrifice is from your heart. Denn Opfer kommt aus deinem Herzen. It's deep down from your heart. Es kommt ganz tief aus deinem that Herzen. Thing you are giving to God, diese Sache, die du Gott gibst, kostet dich. You are not happy. Du bist nicht glücklich. You're going through pain, du gehst durch Schmerz. But
from your heart, aber aus deinem Herzen you heraus. Tell, you are telling him, sagst du ihm. You trust him, du vertraust you ihm. Love him. Du liebst ihn. It doesn't matter what you're going through, ganz egal, wodurch du gehst. You still trust him. Du vertraust ihm immer noch. That is sacrifice. Das ist Opfer. And that is the call to worship, und das ist der Ruf zur Anbetung, that is upon us, die auf uns gelegt ist. In Psalm 95 and verse 6. Psalm 95, Vers 6. And the one that is putting this call in your spirit, derjenige, diesen Ruf in deinen Geist legt, is the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. Psalm 95, Vers 6 says that, oh come. Psalm 95, Vers 6 sagt, oh komm. Let us. Lasst uns. Worship. Anbeten. Worship. Anbeten. Sacrifice. Opfer. Bow down. Uns niederbeugen. Sacrifice. Opfer. Kneel down. Niederknien. Before the Lord our Maker. Vor den Herrn, unserem Schöpfer. Sacrifice. Opfer. And verse 7. Und Vers 7. You discover who was saying that. Da findest du heraus, wer das gesagt hat. Yes, he is our God. Er ist unser Gott. And we are the people of his pasture. Und wir sind das Volk seiner Weide. The sheep of his hand. Die Schafe seiner Hand. Today. Heute. If you hear his voice. Wenn ihr seine Stimme hört. Who spoke here? Wer hat hier gesprochen? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Hebrews 3:7. Hebräer 3:7. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. That is giving the call to worship. Der den Ruf gibt anzubeten. Therefore as the Holy Spirit saith. Deshalb wie der Heilige Geist spricht. Today. Heute. If you hear his voice. Wenn ihr seine Stimme hört. Vers 15. Vers 15. Today. Heute. If you hear his voice. Wenn ihr seine Stimme hört. Harden not your hearts. Verhärtet eure Herzen nicht. Today. Heute. If you hear his voice. Wenn ihr seine Stimme hört. Harden not your hearts. Verhärtet eure Herzen nicht. Act promptly on his voice. Also reagiere direkt auf seine Stimme. Praise him. Preis ihn. Refuse to cry. Und lehne es ab zu weinen. Refuse to be worried. Und vermeide es, besorgt zu sein. Refuse to hang your head down in shame and in degradation. Und vermeide es, deinen Kopf niederhängen zu lassen in Scham und Degradierung. Stand tall in his presence. Sondern steh groß in seiner Gegenwart. In the next chapter, Hebrews 4, verse 16. Und die nächste Schriftstelle, Hebräer 4, Vers 16. Says, let us come, let us come. Sagt, lass uns kommen. Let us come. Lass uns kommen. Boldly. Mit Mut. Why are you coming boldly? Warum kommst du mit Mut? Because you have something to give Weil him. Etwas hast, das du ihm geben kannst. Why are you coming to him boldly? Warum kommst du zu ihm mutig? Because you have a sacrifice to give. Weil du ein Opfer zu geben hast. Yes, you are not just coming to just adore him. Du kommst nicht nur, ihn einfach nur zu lieben. You are coming to him. Zu ihm. Proving to that enemy out there. Und beweist diesem Feind dort draußen. That you still trust God. Dass du Gott immer noch vertraust. You still believe in him. Du glaubst immer noch an ihn. You still have your praise. Und du hast immer noch dein Lob. You still have your smile. Und du hast immer noch dein Lächeln. You still have your joy. Du hast immer noch deine Freude. You still have your peace. Du hast immer noch deinen Frieden. Oh, you still trust him. Und du vertraust ihm immer noch. And you come boldly und du kommst mit Mut unto his throne of grace. Vor seinen Thron der Gnade. And when you come there, und wenn du dorthin kommst, my friend, mein Freund, something will happen to you. Dann wird etwas mit dir geschehen. Mercy will rain. Barmherzigkeit wird Mercy regnen. Mercy will rain. Barmherzigkeit wird regnen. Yes, a songwriter wrote a song. Ein Liedschreiber, der hat ein Lied geschrieben. In the old school, many years ago. In der alten Schule vor vielen Jahren. Yeah, in the old school. In der alten Schule. The young people, they don't hear these songs in the church anymore. Die jungen Leute, die hören diese Lieder in der Gemeinde heute nicht mehr. The song goes this way. Mercy is falling. Mercy is falling. I don't want to sing. Mercy is falling. Mercy is falling. Mercy is falling. Like sweet still rain, yeah? Und es sagt, Barmherzigkeit regnet wie ein süßer Regen. Hey oh. Hey oh. I'll dance before him. Hey oh. Yeah. Ich werde vor ihm tanzen. Mercy is falling. Und Barmherzigkeit regnet. Mercy is falling. Barmherzigkeit regnet. That's the old school. Das ist die alte Schule. Mercy is falling. Barmherzigkeit regnet. Where do you get the mercy? Woher bekommst du die Barmherzigkeit? In his throne of grace. Vor seinem Thron der Gnade. Because you come with something. Weil du mit etwas kommst. With a sacrifice. Mit einem Opfer. Because you heard the
call of worship. Weil du den Ruf der Anbetung gehört hast. The Spirit of God that is in you. Der Geist Gottes, der in dir ist. Is telling you. Der sagt dir. Yes, weeping may endure for a night. Ja, weinen, das wird vielleicht anhalten für eine Nacht. But joy comes in the morning. Aber Freude kommt am Morgen. Yes, you will not every day in your life cry. Du wirst nicht jeden Tag in deinem Leben weinen. No. Nein. It's temporal. Es ist zeitlich begrenzt. It's temporal. Es ist zeitlich begrenzt. You are in the throne of grace. Du bist vor dem Thron der Gnade. And mercy. Und Barmherzigkeit fall wird fallen. Like sweet still rain. Wie süßer Regen. Mercy. Mercy Barmherzigkeit wird fallen. Mercy. Yes, you dance before him. Du wirst vor ihm tanzen. Yes, in joy. In Freude. Let's pray. Lass uns beten. Just say, I love you, Holy Spirit. Einfach, ich liebe dich, Heiliger Geist. Say, I love you, Holy Spirit. Sag, ich liebe dich, Heiliger Geist. For the call of worship. Für den Ruf der Anbetung. Yes, even in my situation. Selbst in meiner Situation. You are there. Da bist du da. And you are telling me. Und du sagst mir. I can still praise him. Ich kann ihn immer noch preisen. Just say, I love you, Jesus. Sag einfach, ich liebe dich, Jesus. I love you, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. You died on the cross for me. Du bist für mich am Kreuz gestorben. I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. With all my heart. Mit meinem ganzen Herzen. With all my soul. Meiner ganzen Seele. I love you, Jesus, ich liebe dich, Jesus. For what you did for me on the cross. Für das, was du für mich am Kreuz getan hast. I praise you, Jesus. Und ich preise dich, Jesus. Because you live. Weil du lebst. I shall also live. Werde auch ich leben. Say, I love you, Jesus. Sag, ich liebe dich, Jesus. For what you did on the cross für das, was du für mich am Kreuz getan you hast. Went through much pain that I'm going through. Du bist durch den Schmerz gegangen, durch den ich gehe. You went through much shame than I go through. Du bist durch größere Schande gegangen, durch die ich gehe. You suffered more du hast than mehr I gelitten, suffer. Als dass ich leide. Jesus. Jesus. Say Jesus. Sag Jesus. I love you. Ich liebe dich. I love you with all my heart. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Thank you, Father. Danke, Vater. Spirit of God. Geist Gottes. I pray that anoint everyone. Ich bete, salbe jeden. That is listening to this message. Wenn ich diese Botschaft anhört. Them that are in the house. Diese, die im Haus sind. Them that are the receiving end of this live stream. Die an der Empfängerseite dieses Livestreams sind. May your anointing come upon them. Möge deine Salbung auf sie kommen. May your high praises be in their mouth. Möge ihr hoher Lob in ihrem Mund sein. May your high praises be in their hearts. Möge dein hoher Lob in ihren Herzen sein. Father, by your spirit. Vater, durch deinen Geist. Cause them to look beyond their problems. Bring sie dazu, dass sie über ihre Probleme hinausschauen. Cause them to see a mighty God. Und bring sie dazu, dass sie einen mächtigen Gott sehen. Cause them to see an everlasting Father. Bring sie dazu, dass sie einen ewigen Vater sehen. Cause them to see a powerful Father. Bring sie dazu, dass sie einen mächtigen Vater Cause sehen. Them to see a miracle working God. Bring sie dazu, dass sie einen wunderbewirkenden Gott Cause sehen. Cause them to see the God that does wonders. Bring sie dazu, dass sie den Gott sehen, der Wunder bewirkt. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. As I pray for your children. Wenn ich für deine Kinder bete. I pray that every wall that the enemy has erected around them. Und ich bete, dass jede Wand, die der Feind um sie herum gebracht hat, shall come down, dass sie niedergerissen that your wird, glory will come upon them. Dass seine Herrlichkeit auf sie kommen every wird. Every pain, every situation they go through. Jeder Schmerz, jede Situation, durch die sie every gehen. Every sickness they go through. Jede Krankheit, durch die sie gehen. Every rejection they go through. Jede Ablehnung, durch die sie gehen. Every anything that they go through that is not from you. Und alles, wodurch sie gehen, was nicht von dir kommt. By the power of your spirit. Durch die Kraft deines Geistes. Yes, I stop them. Ja, ich stoppe sie. You said in your word. Du sagst es in deinem Wort. It is the anointing that destroys the yoke. Es ist die Salbung, die das Joch zerstört. May your anointing. Möge deine Salbung, that destroys the yoke, die das Joch zerstört, come upon them. Auf sie kommen. Set the captives free. Und mach die Gefangenen frei. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. Touch your children. Berühre deine Give Kinder. Give them a new beginning. Gib ihnen einen neuen Anfang. From this hour. Von dieser Stunde in an. In Jesus name. In Jesu Namen. Receive. Empfang. The fresh anointing frische Salbung from the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. Receive empfange fresh power frische Kraft in Jesus name. In Jesu Namen. Anointing Salbung all year. Öl. Living water. Lebendiges Receive Wasser. It. In your soul, in deiner Seele, a new beginning, ein neuer Anfang. Thank you, Father. Danke, Vater. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. Right now, I want you to put your hand in any problem area of your body. Jetzt gerade möchte ich, dass du deine Hand in jeden Problembereich deines Körpers legst. Any pain you have, any disease you have, put your hand there. Jeden Schmerz, den du hast oder jede Krankheit, die du hast, leg dort deine Hand hin. Take your time. Und nimm dir Zeit. The Spirit of God is with you. Der Geist Gottes ist mit dir. He is the minister. Er ist der Diener. He
is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. He is the healer. Er ist der Heiler. He is the resurrection power. Er ist die Auferstehungskraft. He is right there beside you. Er ist genau dort neben dir. And you tell him, und du sagst ihm, please, Holy Spirit, bitte Heiliger Geist, touch me. Berühre mich. This is your prayer. Das ist dein Gebet. Tell him, please, Holy Spirit. Sag ihm bitte, Heiliger Geist. Touch me. Berühre mich. That is his name. Das ist sein Name. You call his name. Du rufst seinen Namen. He shows up. Und dann kommt er. You're telling him. Du sagst ihm. Touch me, Holy Spirit. Berühre mich, Heiliger Geist. He's touching you. Dann berührt er dich. Thank you, Father. Danke, Vater. As you touch them by your spirit, während du sie berührst durch deinen Geist, let every pain in your head be gone. Lass jeden Schmerz in ihrem Kopf verschwunden sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let every pain they have in their shoulder be gone. Lass jeden Schmerz, den sie in ihrer Schulter haben, verschwunden sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let every pain they have in their lung be gone. Lass jeden Schmerz, den sie in der Lunge haben, verschwunden sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let every pain they have in their heart. Und lass jeden Schmerz, den sie im Herzen haben, physical pain and emotional pain, physischer und emotionaler Schmerz, let it be gone. Lass ihn verschwunden sein. Let every cancer they have in their body be gone. Und lass jeden Krebs, den sie im Körper haben, verschwunden sein. Let that tumor be gone out of the stomach. Und lass diesen Tumor aus diesem Magen verschwunden sein. Let the tumor be gone out of the intestines. Und lass den Tumor aus dem Darm verschwunden sein. Any growth you have not put in their body. Jedes Wachstum, was du nicht in ihren Körper gelegt let hast. Let it disappear. Lass es verschwinden. By the power of your Holy Spirit. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Let every pain they have in their spinal cord be gone. Lass jeden Schmerz, den sie in ihrer Wirbelsäule haben, verschwunden sein. Let every pain you have not put in their joints be gone. Lass jeden Schmerz, den du nicht in ihre Gelenke gelegt hast, verschwunden sein. Every pain they have in their hip, let it be gone. Jeden Schmerz, den sie in ihrer Hüfte haben, lassen verschwunden sein. Every pain in their knee and their foot. Und jeden Schmerz in ihrem Knie und ihrem Fuß. Let it be gone. Sind verschwunden sein. By the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesus' mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Receive the touch of God. Empfange die Berührung Gottes. From your head to your toe. Von deinem Kopf bis zu deinem Zeh. Receive His presence. Empfange seine Gegenwart. May His Shekinah glory seine Shekinah Herrlichkeit overshadow you. Dich überschatten. May His presence, möge seine Gegenwart, that is fullness of joy, das die Fülle der Freude ist, overwhelm you right now. Dich überwältigen jetzt gerade. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. And Father, as I ask your blessing over Hannah, Ted, Phoebe, Quinn, Gabriel, Richard. You bless them with your anointing that destroys the yoke. You touch your daughter Georgina and your servant Emmanuel. In name I pray that you will bless them with your presence. You elevate the church in Tema. You bless the entire membership. You bless them. You touch Beatrice. You touch Roosevelt. You touch Paco Kumsin. You bless the entire family block. In the mighty name of Jesus. Also in Canada, you touch your daughter Esther, Robert, Oriana, Crosby. May your anointing that destroys the yoke be upon them. May you fight for them. May your divine intervention be upon them. You bless them. You bless the Dean Life Assembly in Ontario. You touch Wendy Brown. You touch Gloria Kofi. You touch Vitica. You touch everyone that is connected to you over there, in Jesus' mighty name. You bless in Amsterdam, Mavis Boaten. You bless Monica Premper, children and grandchildren. You touch both. You bless the entire family with your divine protection and your divine intervention, your grace over them. In Jesus' name, you bless your servant in Virginia. You touch Roland Ehaza and Brigitte Ehaza, and Father, may your anointing rest on the mother in the house. Father, you touch the mother. In Jesus' name, I ask your anointing over your servant Alfred family and ministry, your anointing over Timothy, Elise, your strength, your power over Elise, your grace over Elise, your anointing over Prince Agnes and the entire family and the congregation of the New Life Church in Cologne. You bless your servant Johnson, Emmanuel, and blessing
with your anointing that destroys the yoke. You bless your servants, Celeste, James, Simon, Patricia, Henry, Felix, Jonah, Chuama, Dennis, Ajua, Yabua. You touch Gladys, and you touch the entire Bunchinglaba folks of the New Life Church. You bless them. Your anointing rest on Jonathan, your servant. From grace to grace, you lead him as your anointing that destroys the yoke overwhelms him, and the entire family, as you bless Natalie also, and the entire family block. Your blessing over Faju, your anointing, your peace over the whole family, your grace over them, your divine intervention over the whole family, I pray. In Jesus' name, you touch Ida, Cecilia, you bless them with your anointing that destroys the yoke, your grace over them. You touch Comfort Morgan, your grace over Comfort Morgan. Comfort Morgan, the Lord touches you. The Lord blesses you right now in Jesus' name. Yes, Jehovah Rapha is his name, and he's touching you. And Father, you touch Comfort Usu. You bless Comfort Usu and family, your divine intervention over them. Susanna, the Lord blesses you with his anointing that destroys the yoke. May his power, his glory overshadow you, his peace over you. You're going out, you're coming in, you're lying down, you're rising up from this time forth and forever. Father, I ask your grace over Dixon and Sanella, your anointing that destroys the yoke, be upon the family, the distant family. You grant them grace and your peace in Jesus' name. You touch Simons and Petra and the whole family, you bless them with your peace, your strength, your healing, and your grace. You touch Billy Jane, you strengthen Billy Jane and family, grant them grace. You touch Nyeku with your grace, your divine intervention, and your peace. You bless Martin and Sadie with your peace, your grace, your divine intervention, and your anointing that they will serve you. You touch Bernard. You bless Bernard with your peace, your grace, and your divine intervention. Bernard, receive the peace of God. You bless Emma. Emma, receive the anointing and the peace of God over your life in Jesus' precious name. And Father, ask your blessing over Sasha and Olga. Ich bitte um deinen Segen über Sascha und Olga. Your divine health over them. Deine göttliche Gesundheit über ihn. Your peace over Margaret and Frank and the whole family. Friede über Margaret und Frank und der gesamten Familie. Bless Sylvie and Julie. Segne Sylvie und Julie. Your grace over them. Deine Gnade bei ihnen. And you bless the grandmother in Budapest. Und segne die Großmutter in Budapest. Bless Stephanie. Segne Stephanie. Liam. Liam. And Leon. Und Leon. Your peace. Dein Friede over them. Über ihn. Your strength. Deine Stärke over them. Über ihn. Your grace over them. Deine Gnade über ihn. You bless Oliver P. Segne Oliver P. Your strength and your grace and your miracle over his life, your anointing over his life, the family in Switzerland and the family in Gabon, in Jesus' name. Deine Stärke und Salbung über seinem Leben, dein Wunder über seinem Leben, deine Salbung über seinem Leben und über der Familie in der Schweiz. Bless Werner S. Segne Werner S. With your grace. Mit deiner Gnade. Yes, your divine intervention. Dein göttlichem Eingreifen. You bless Werner. Und segne Werner. And family. Und die Familie. You bless Andy K. Segne Andy K. With your peace. Mit deinem Frieden. The whole family. Die gesamte Familie. Grant Andy K. grace. Gib ihnen Gnade. You bless Maria Pilar, und segne Bianca. Maria Pilar, Bianca. Children and grandchildren. Kinder und Großenkel. Jesus' name. In Jesu Namen. Maria Pilar. Maria Pilar. Be touched by the power of the Holy Spirit. Sei berührt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Full recovery over you. Volle Wiederherstellung über dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Touch Martha Sabin. Berühre Martha Sabin. Leni. Und Leni. And touch the family in Costa Rica. Berühre die Familie in Costa Rica. And the family here. Und die Familie hier. Touch Gusat. Und berühre Gusat. You bless Gusat and family. Segne Gülsat und die Familie. You bless Asmus. Segne Asmus.
be touched by the power of the Holy Spirit. Der berührt dich die Kraft des Heiligen Geistes. The divine Holy Spirit touches you. Der göttliche Heilige Geist dich berührt. Bless Amina. Und segne Amina. Peske with your peace. Peske mit deinem Frieden. Restoration. Wiederherstellung. Bless Safa. Und segne Safa. With your hand of grace. Mit deiner Hand der Gnade. And the whole family. Und die gesamte Familie. Touch Moni. Berühre Moni. Mahmoud. Und Mahmoud. Shala. Und Shala. Mohammed. Mohammed. Shuri. Und Shuri. The family in Duisburg. Die Familie in Duisburg. And the family in Lübeck. Und die Familie in Nürnberg. You touch Sina. Berühre Sina. You bless Sina. Segne Sina. With your peace. Mit deinem Frieden. And your grace. Mit deiner Gnade. You bless Aman. Segne Aman. Family. Die Familie. And everyone around him. Und jeden um ihn herum. You bless Vida. Segne Vida. Navid. Navid. And Neda. Und Neda. You bless Neda and Daniel. Segne Neda und Daniel. You bless Shirin. Segne Shirin. And Kimis. Und Kimis. You touch the entire block. Segne den gesamten Block. Or the patients in Jesus' name. Irana in Jesu Namen. Father, I thank you for hearing our prayer. Und Vater, ich danke, dass du unser Gebet erhörst. In Jesus' precious name. In Jesu kostbarem Namen. Amen. Amen. And now finally, friends, we want to read Psalm 23 together, verse 6. Jetzt am Ende möchten wir Psalm 23, Vers 6 zusammen lesen. We want to read it three times. Seven times. Siebenmal. So you say it loud like you believe it. Also sag das laut, als würdest ihr es glauben. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. Friends, I want us to continue the worship. Freunde, ich möchte, dass wir weitermachen mit der Anbetung. Yeah, the presence of God. I know some of you are experiencing His presence. Und ich weiß, dass einige von euch seine Gegenwart erfahren. I want you to pray on top of the hour. Ich möchte, dass wir über diese Stunde hinaus beten. If you can, wenn ihr das könnt. Have a good time with the Holy Spirit. Aber eine gute Zeit mit dem Heiligen Geist. He speaks to you. Er spricht zu dir. You're hearing His voice. Du hörst seine Stimme. Clearly. Ganz deutlich. He loves you. Er liebt dich. He is with you. Er ist mit dir. Don't give up. Gib nicht auf. Don't change your language. Und verändere deine Sprache nicht. Speak positive. Sprich positiv. Think positive. Und denk positiv. Act in a positive way. Und handle auf positive Art und Weise. Don't worry. Sorge dich nicht. Everything will be fine. Alles wird gut werden. Yes, keep rejoicing in Him. Also erfreue dich weiterhin in ihm. And let's continue to worship him. Let's continue to praise him on top of the hour. Und lass uns weiterhin ihn preisen und anbeten über diese Stunde hinaus. So tomorrow. Also morgen. Same time by His grace. Zur selben Zeit durch seine Gnade. Until then. Bis dahin. Be blessed. Seid gesegnet.